So, hallo zusammen. Wie ihr wisst, fängt heute meine Cheat Week an. Ich hatte heute Morgen mein letztes Fotoshooting. Quasi eher der letzte Tag oder der letzte Zeitpunkt, wo ich in Shape sein muss. Jetzt habe ich mal die Chance genutzt. Es ist Sonntagabend. Ein super Zeitpunkt, um essen zu gehen. Jetzt habe ich mir hier gleich mal zwei nette Damen geschnappt. Mit denen ich heute essen gehe, das ist einmal meine Freundin, die Bianca, und meine Mom. Wie ihr wisst, gehe ich ja eigentlich ganz ungern alleine essen. Also habe ich mir gedacht, schnappe ich mir die beiden und entführe sie mal in mein Lieblingsrestaurant heute. Und wo es hingeht, seht ihr gleich. Das Restaurant ist eigentlich vielleicht 2 Minuten Fußweg von mir entfernt. Aber ich weiß ganz genau, dass ich nach dem Essen mich keinen Zentimeter mehr bewegen kann. Also fahren wir schon mal direkt mit dem Auto dahin. Genghis Khan, mein absolutes Lieblingsrestaurant, gerade weil es hier so einen Haufen mega lecker Sushi gibt. Ich war hier mittlerweile so oft essen, dass ich in meinem Leben schon bald beste Freunde bin. Freue mich. Also sieht schon mal mega lecker aus. Ein bisschen was neu gemacht. Supi. Okay, wir dürfen uns zum Wohnen setzen. Ja, sucht doch was aus. Ohne, wiederhol. Ja, am besten für mich. Kennst du den? Ja, ja, ich kenne den irgendwie von irgendwoher. Ja, das ist ein guter Outfit, ja. So, Mike. Ah, gut, dass du da bist. Was wollen wir denn trinken? Wir trinken heute Cocktails. Jawohl. Aber ohne Alkohol. Und zwar, ich krieg ein VIP. Jawohl. Ein Jungle Green. Ja. Und du? Und den Caribbean Sun. Und den Caribbean Sun. Gut? Genau, das war's. Alles klar, danke. Dankeschön. So, Mike, welche ist dein? Alle. Alle ist dein. Das ist Caribbean Sun. Der Jungle gehört hier. Der Jungle gehört hier. Super. Ja. Und den VIP. Bitte schön. Top. So, danke. Zum Wohl. Wir können jetzt anfangen zu essen. Bei mir fängt das Essen immer mit Sushi an. Und zwar richtig. Und jetzt gehen wir mal Sushi holen. Also mein absolutes Lieblings-Sushi ist ja Avocado. Ich liebe Avocado.
So, wir sind jetzt durch mit Sushi und jetzt kommt das Wichtigste, und zwar Fleisch. Ich will nochmal wiederholen, heute kommen keine Lebewesen zu Schaden, wir bringen heute keine Tiere um, wir ernähren uns hier ausschließlich vegan, und zwar holen wir uns jetzt mal liebes Fleisch, und das ist veganes Rinder- und Kängurufleisch. We'll be right back.
fragt euch jetzt bestimmt, was macht der Vollidiot mit seiner Serviette in seinem Essen. Aber jeder, der mal eine gute Diät gemacht hat, hat wahrscheinlich denselben Tick. Wenn man irgendwo einen Tropfen Fett sieht, was unnötig ist, dann versuchst du das irgendwie wegzukriegen. Und ich tupfe das immer so ein bisschen ab mit Zebra oder Serviette. Wir sind jetzt fast durch. Nee, war mit Spaß. Jetzt sind Früchte dran. Und wir haben hier ein Buffet mit Litschi, mit Melone, mit Pfirsich, Ananas. Pudding, Bitterspeise. Ja, aber Pudding ist kein Frucht. Mango. Essen wir jetzt ein bisschen was Gesundes zur Abwechslung. Das Licht hier ist krass. Von oben. Schildkröte. Es lohnt. Lim? Hast du meine Schildkröte gesehen? Willst du mal meine Schildkröte sehen? Hast du mal Schildkrötenpanzer gesehen? Nee, ich hab deine Schildkrötenpanzer nicht gesehen. Oh ja.
Schildkröte. Nee, das ist keine Schildkröte, das ist Handgranate hoch 10. Die kann ganz schön feuern. Oh ja, die kann feuern. Ja, da kannst du platzen lassen, also explodieren. Dann kracht alles. Stinkt und stinkt. Ja. So, Mikey, wo geht's jetzt noch Dessert holen? Mach das. Jetzt kann ich mich hier nicht entscheiden. Also ich habe hier eigentlich eine Lieblingsassorte, das Pistazie. Aber wenn ich hier so reingucke, ich sehe auch Kokosnuss. Also nehme ich mir von allem einfach mal ein bisschen. Oh ja.
irgendwas zu mir auf immer. Scheiße, dann hast du meine so Band von dir. Dann habe ich ich mach die Decke hoch. Buh! Jetzt mal umdrehen. Erstmal wieder Koma. Eineinhalb Stunde ist schon vergessen. Ja, da kann ich schon wieder essen. Das ist so und abziehen, ich habe jetzt Süßigkeiten eingeschaut. Weißt du, wo ist das seit 15 Jahren wartet? Noch so Kilo Ben & Jerry's Eis. Heute nicht mehr. Mit meinem Schatz, auch, der ist schon so cool. Das können die Leute ja dann entscheiden, oder? Bin ja auch ähnlich. Ja, oder? Sieh, dass es mein Bubele ist, oder? Schau. Mein Bett ruft. Da ist noch ein Sesamball hier. Ja, das ist deine. Das ist mir geklaut. Jetzt lass ein bisschen deine Sohn reinschlafen. Also Leute, ich bin so voll gefressen. Ich kann kaum mehr atmen und reden schon gar nicht, aber jetzt mal so unter uns. Ich habe hier ein Stück hier 40 Euro gegessen oder 50 mindestens. Und ein Essen kostet hier 14,90 Euro. Guck mal. Noch einen Cocktail dazu trinkst, so wie ich, also diesen ultra mega leckeren Cocktails, bist du vielleicht bei einem 20 und hast bestimmt gegessen für 3 Tage, also in meinem Fall für 3 Stunden, aber unglaublich gut. So, und ich versuche mich jetzt mal ins Auto zu bewegen und dann in mein Bett.